Hallo, heute wieder ein kurzer Tipp, und zwar hatte ich folgendes kleines Problemchen. Gut, wir kennen das alle, wenn wir Ubuntu einschalten, normalerweise kommt da so ein Trommelwirbel, so ein Bam, und wunderbar, das ist tagsüber auch kein Problem, aber wenn man dann nachts den PC ganz leise einschaltet und mal heimlich noch E-Mails schauen will und dann Bam, dann weiß es gleich die ganze Nachbarschaft. Wie schalte ich das ab? Gut, früher konnte man einfach in den Startprogramme, das Abschalten, da gab es den GNOME Login Sound. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Und ich habe da eine Webseite gefunden, die das Problem behandelt. Und ich zeige euch, wie ich das gelöst habe. Es gibt den Konfigurationseditor, ja. Den findet ihr im Ubuntu Software Center. Ubuntu Software Center. Und zwar installiert ihr dort deconf-tools, wenn ihr das nicht schon habt. Und bei diesen deconf-tools ist auch der deconf-editor, der Konfigurationseditor dabei. Und dort geht ihr mal auf Canonical, ja. Also com canonical unity-greeter. Und da gibt es den play-ready-sound und den kann man ausschalten oder einschalten. Bei manchen Leuten soll das angeblich nicht gehen. Deshalb auch der Link zu der Webseite, da gibt es dann noch eine alternative Möglichkeit. Gut, und dann ist der Trommelwirbel fort und wir können nachts zu unserem PC schleichen und das merkt gar keiner. Gut, dann finden wir hier noch andere Einstellmöglichkeiten für den Login, ne? Andere Logos einstellen mal. Ja. Finden wir ein User Share Unity-Greeter Logo oder das Hintergrund Logo. User Share Unity-Greeter Cof.png, was heißt Cof? COF, Circle of Friends. Schon mal gehört? Der Kreis der Freunde. Kennt ihr den Kreis der Freunde? Das ist der Kreis der Freunde. Warum heißt das Ding Kreis der Freunde? Naja, wenn man genau hinschaut, sieht man da drei so Kerlchen, die sich die Hände geben. Na, das ist der Kreis der Freunde, the Circle of Friends. Und da sind halt diesen Ordner User Share Unity-Greeter, den man auch durchaus mit Administratorrechten verändern kann. Da findet man die Logos, die kann man austauschen, wenn man will. Aber wie gesagt, dann den Nautilus mit Administratorrechten, also als Root starten. Und das hier sollte dann ein Bild sein. Das Bild 66x66 Pixel, also nicht so ein Riesenfoto von euch. Da seht ihr wahrscheinlich ja nichts. Und die Bereiche, die transparent sein sollen oder bleiben, das kann man zum Beispiel mit GIMP einstellen, dass bestimmte Bereiche Farbe zu Transparenz heißt der Befehl, dass die dann transparent sind. Ne? Hier finden wir zum Beispiel auch, wenn wir beim Login nicht das Unity wählen, sondern GNOME, sobald es installiert ist, dann kann man hier das Logo ändern oder ähnlich oder das KDE. Ne? Wenn man gleichzeitig den KDE-Desktop noch installiert hat, dann kann man das Logo nehmen, kann das einstellen. Findet man alles, wie gesagt, mit dem deconf-editor, kann man darauf Einfluss nehmen, was da alles so passiert. Was bei mir nicht funktioniert hat, war Draw Grid. Na, da kommt so ein komisches Punktemuster, ne, über die Grafik, wenn man startet, und das habe ich mal rausgenommen, das blieb trotzdem. Und Draw User Backgrounds hatte zumindest bei mir auch keinen Effekt. Normalerweise wird dieses Hintergrundbild, wenn ich mich einlogge, übernommen. Ja, auch beim Login. Und wenn das jetzt das Nacktfoto der Freundin wäre, dann will man das vielleicht nicht und das könnte man eigentlich hiermit abschalten, aber funktioniert nicht. Also das Nacktfoto der Freundin musste ich dann ersetzen durch den kleinen Lautsprecher da. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.